Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich schenke euch heute ein Herzchen. Ja, es geht um die Sommersonnenwende am 21.06. Und das ist ein sehr wichtiger Tag, weil die Energien, auch die Tagesenergien von der Sommersonnenwende sind Inspiration, sind in den Flow kommen, sind Wissen zu bekommen, Wissen auszudehnen. Und das alles in der Magie des längsten Tages des Jahres und der kürzesten Nacht. Also eine Möglichkeit für uns, diese Energie zu nutzen und auch etwas Neues zu manifestieren. Denn gerade an diesem Tag haben wir eine sehr, sehr starke Manifestationskraft. Also wir haben eine Unterstützung der Energie für unsere Manifestationskraft. Früher hatten die Kelten 12 Tage lang diese Energie gefeiert. Also wenn man sich überlegt, 12 Tage lang haben sie diese Energie mitgenommen von dem 21.06. und so weit ausgedehnt. Das war ein riesengroßes, schönes Fest. Und wir fühlen ja auch an diesem Tag so eine ganz besondere Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Und das lässt uns auch manchmal so ein bisschen unvorsichtig sein und Dinge tun, die wir eigentlich ja sonst nicht machen würden. Deswegen passt auf, wie ihr jetzt am Montag drauf seid, was ihr gerne machen möchtet. Tut es ruhig, tut es, macht eurem inneren Kind eine Freude und geht mal in diese Leichtigkeit hinein. Es ist auch so, dass man an diesem Tag eigentlich kaum Angst fühlt, sondern eben ja sich frei machen kann von allen Energien, die einen sonst ja ein bisschen das Leben schwer machen, sozusagen. Ich habe ja mal 5 Jahre lang in England gelebt und da war zu Zeiten der Sommerwendfeier oder auch Winterwendfeier in Stonehenge ein ganz besonderer Tag. Da hat man also die Tore geöffnet in Stonehenge. Man musste damals keinen Eintritt bezahlen und da sind also Menschenmassen dorthin geströmt und das war echt ein ganz besonderes Erlebnis, auch so wie ich es noch nie vorher erlebt hatte. Und die Engländer, die sind ja auch ganz speziell drauf. Die haben da also Schamanen dort gehabt. Die haben einen riesengroßen Wagen gehabt mit Trommeln, mit Steinen, mit Pelzen. Und dann hatten die solche Umhänge und auch diese großen Stäbe hatten solche Köpfe. Wie sagt man so, Totenköpfe von den Tieren so. Mann, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Also das hatten sie so auch auf dem Kopf, wie eben, wie man sich so die Schamanen vorstellt. So sind die da vorausgegangen und hinterher hunderte von Menschen sind diesem Wagen gefolgt und der ist dann einmal um die Steine gekreist und dann um in die Mitte zu gehen und sich dort zu platzieren. Und das waren also natürlich auch viele haben getrunken und geraucht und so. Das ist also, wird da meiner Meinung nach auch so ein bisschen, ja, ausgenutzt, dieses Treffen. Aber was mich so fasziniert hat oder im Nachhinein, aber im ersten Moment bin ich tatsächlich erschrocken, denn die Engländer, die sind so pragmatisch irgendwie gewesen an diesem Zeitpunkt. Denn dieser Anführer, dieser Schamane, der hat also die Liebe über die Welt bringen wollen und der hat sich also, der stand dann in der Mitte des Steinkreises und hat ganz laut Love, hat er geschrien, so richtig aus vollem Hals Love. Und dieses Wort war für mich vom Gefühl her absolut überhaupt nicht liebevoll, wie die Liebe so ist, sondern die war so richtig so, wow, so brutal irgendwie. Aber das ist vielleicht jetzt auch so, ja, das Temperament gewesen. Und sicher kann man jetzt auch, wenn so viele Leute da sind, nicht ganz leise Liebe, Liebe, Liebe flüstern, dann hört es ja auch niemand. Also so habe ich mir das dann erklärt. Und ja, also in England wird es sehr praktiziert, sehr hoch gefeiert, dieses Fest. Also die Kelten auch von früher, diese 12 Tage. Und wir können das auch nutzen, diese Energien. Deswegen mache ich heute die Sendung mit euch zusammen und wir werden auch eine intensive Meditation zusammen machen nachher, einfach um in diese Energie einzutauchen und um etwas zu manifestieren. Denn
Tatsächlich an diesem Tag geschieht alles viel schneller. Es geht noch schneller, als es eigentlich schon geht. Sobald du etwas denkst, kann es sein, dass es sofort geschieht. Also passt wirklich gut auf, jetzt am Montag, den 21.06., und bereitet euch vor auf diesen Tag. Ihr könnt jetzt schon mal die Meditation machen und solltet sie unbedingt am 21.06. wiederholen, vielleicht auch ein paar Mal, oder einfach euch, um in diese Energie hineinzugehen und die dann auch ja einzuladen, zum Positiven für dich zu wirken. Denn du weißt ja sicher, die Manifestationskraft, die wirkt für jeden Gedanken. Und wenn du jetzt zufälligerweise vielleicht mal einen negativen Gedanken hast, dann wirkt es auch da dafür. Also kontrolliert bitte sehr genau eure Gedanken. Werdet euch im Inneren gewahr, was ihr möchtet für dieses Leben, was ihr erreichen möchtet. Und da gibt es im Moment wirklich sehr, sehr viel. Und das möchte ich gerne, dass wir das jetzt auch praktizieren, dass wir also unsere ganze Liebe da hineingeben und einfach die Welt vielleicht sogar verändern mit dieser Meditation an der Sommersonnenwende. Das ist für mich unheimlich wichtig. Die Schleier sind an diesem Tag besonders dünn. Das heißt also, wir bekommen auch viel leichter Zugang zur geistigen Welt. Ja, viel leichter als vorher. Und es ist, man könnte fast sagen, wir sind an diesem einen Tag in der fünften Dimension. Und wenn ihr euch das überlegt, was das bedeutet, ist das ein ganz großes Geschenk. Und ja, das sollten wir wirklich nutzen, denn wir haben dadurch auch Zugang zu den anderen Ebenen, die es sonst noch gibt, zu den anderen Dimensionsebenen. Und was auch noch ganz schön ist und was man nicht vergessen sollte, das sind die Naturwesen. Denn die Naturwesen sind gerade an diesem Tag besonders aktiv. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, dann geht ein bisschen raus in den Wald oder auch einfach nur auf eine Wiese, geht einfach mal raus in die Natur. Es reicht ja auch, wenn ihr in den Garten geht, in die Blumen mal guckt. Bei uns vorm Haus, da sind so schöne Pfingstrosen, die sind so groß, sind die Blüten aufgeblüht, und da wohnen auch ganz viele Feen drin. Und zum Beispiel habt ihr ja auch so einen Platz bei euch zu Hause und könnt dann da Kontakt aufnehmen. Denn es ist sehr spannend, was die Naturwesen uns sagen. Ich komme gerade so die Durchsage, ich könnte in der Meditation euch dahin führen, dass ihr die Verbindung aufbauen könnt. Ja, mal gucken. Wow, ist direkt spannend, was da jetzt also kommt. Also dazu muss ich sagen, oder möchte ich euch sagen, ich plane ja meine Sendungen nicht, sondern ich rede einfach drauf los. Ich habe diese Energie in mir und bin damit verbunden, und was dann eben kommt, das kommt, und das ist immer genau richtig. Deswegen freue ich mich jetzt auch sehr. Dieser Tag ist auch noch für unser Bewusstsein, für die Bewusstseinserweiterung sehr hilfreich, ganz klar, weil ja die Schleier dünn sind und wir diesen Kontakt haben. Und wenn wir dies in der Leichtigkeit tun, denn die Leichtigkeit, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die ist irgendwie viel leichter zu erreichen an diesem Tag. Und sobald man etwas in der Leichtigkeit tut, geht alles noch viel leichter. Und von daher kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Naturwesen, weil die tragen ja meistens auch die Leichtigkeit in sich, dass die eben dann da aktiv sind und sich schon sehr freuen auf diesen Tag und dann vielleicht auch ihr leichter den Zugang da dazu bekommt. Es ist also echt sehr spannend, und die Inspiration deiner Seele, die ist auch aktiv, also die Impulse von deinem inneren Kind, das ist alles sehr aktiv. Deswegen solltest du, wenn es dir möglich ist, diesen Tag, den 21.06., dafür nutzen, um vielleicht deine Vision zu verstärken, die du hast, dein Ziel, zu welchem du gelangen möchtest, dir nochmal zu manifestieren und mit Hilfe der vielen, vielen Energien, die einströmen, einfach ja, das unterstützen.
Okay, jetzt bin ich auch schon ganz aufgeregt und sehr gespannt, was für eine Botschaft kommen wird und wie das überhaupt jetzt sich alles darstellt. Ich hatte mal in England, ich weiß nicht, heute ist England das Thema, ich hatte mal in England in diesem Zauberwald, da gibt es einen Wald, der ist voller Naturwesen. Und da haben auch die Bäume, die sehen aus wie Naturwesen. Und da hatte ich mal einen Zwerg gechannelt. Und Zwerge sind ja bekanntlich frech. Und dieser Zwerg, ihr könnt euch das nicht vorstellen, er war so frech, dass er in dem Channeling auch gesagt hat, ich zieh dich jetzt an deinen Haaren, ich zwick dich jetzt an deinen Arm und solche Dinge hat er gesagt. Und dann haben alle angefangen, sich so zu kratzen und zu kichern und ei, das war ein Durcheinander. Also, ich hoffe, dass das heute nicht so wird, denn ich werde keinen Zwerg channeln. Schon mal, das ist ganz sicher. Und ja, dann wollen wir mal gucken. Ich nehme mal, was nehme ich denn für eine? Ja, die Fülle nehme ich jetzt einfach mal. Die Fülle-Energie, die Smarana und die 999. Diese drei nehme ich jetzt mal. Und ach so, dann fällt mir auch noch was ein, was ich euch sagen sollte. Es wird immer wieder mal im Chat unten gefragt, wegen meinen Aurasprays. Ich nehme die halt so gerne. Ihr müsst die ja gar nicht nehmen. Ich schicke euch auch immer so ein bisschen Energie noch rüber. Und ich mache die auch selbst. Die kann man bei mir im Shop erwerben und der Link steht unter dem Video. Und ihr Lieben, die Aurasprays, das sind lebendige Energien. Und es kommt immer wieder mal vor, dass die, wenn du dir jetzt ein Aura-Spray bestellt hast, wenn du das zu Hause hast und dann auch benutzt, weil da gibt es ja eine besondere Art, wie man sich dann da verbindet, das steht dann auch dabei. Und sobald du dich mit deinem Aura-Spray verbunden hast, kann es sein, dass es die Farbe ändert oder der Geruch sich ändert. Also es das heißt, die Energien stellen sich ja dann auf dich, auf deine energetische, deine Aura ein. Und also die Aurasprays, die sind hochenergetisch und sie leben, also lebende Energien, mit denen ich mich immer einsprühe und ich mag es halt einfach gern. Natürlich kann ich auch channeln ohne Auraspray, aber mit ist es einfach schöner, spaßiger, wie die Naturwesen jetzt sagen würden. Das jetzt nur mal so kurz als Erklärung für alle die, die im Chat mal so gefragt haben in verschiedenen Videos. Denn es ist mir ja auch wichtig, dass er mich versteht. Und man sollte das nicht so leicht abtun und irgendwie ja die Wirkung gar nicht erkennen, denn es ist mehr Wirkung in so einem Auraspray, als wie man denkt. So, jetzt aber genug davon. Jetzt werde ich für euch meditieren und channeln. Mit der Energie der Sommersonnenwende. Oh, es ist schön, ich freue mich und ich wünsche euch auch schon ganz viel Freude jetzt dabei. Ich bitte um die Energie des Schutzes für mich und meinen Kanal. Und wenn du dies für dich tun möchtest, dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Ich richte mich aus und verbinde mich mit den Feldern von Smarana, mit Gottes Nähe. Geliebter Mensch, die geistige Welt freut sich, dass du heute hier bist, denn die Energien der Sommersonnenwende erwarten dich und deine Seele, sie ist bereit, sich an diesem Tag
noch ein wenig mehr zu öffnen als gewohnt. Denn gerade dieser Tag, die Energien an diesem Tag wirken sehr tief in deiner Seele. Und wenn du es dir erlaubst, dich einmal ganz tief fallen zu lassen, dann bitten wir dich, jetzt dein Herz zu öffnen und dich bereit zu machen für die hohe Energie, welche jetzt an diesen Tagen zu dir strömt. Und vielleicht nimmst du ja diesen goldenen Schimmer wahr, diesen goldenen Schimmer, welcher dich empfängt. Es sind die Elfen und die Feen, welche sich zu uns gesellt haben. Sie kichern und sie lachen. Sie überbringen dir die Leichtigkeit. Und aus diesem goldenen Strahl rieselt nun goldener Feenstaub auf dich herab. Dieser goldene Feenstaub wird, wenn er dein Herz berührt, eine ganz besondere Energie zu dir bringen. Es ist die Energie der Leichtigkeit und der Freude. Es ist die Leichtigkeit, welche dich die Sorgen vergessen lässt. Es ist die Leichtigkeit, welche dich daran erinnert, dass auch für dich ein schönes Leben vorgesehen ist. Und aus dieser Leichtigkeit kannst du nun deine Kraft schöpfen, die Kraft durch dein Leben geschützt und stark zu gehen. Vielleicht nimmst du auch eine Fee oder eine Elfe wahr, denn sie fliegen um dich herum. Und wenn du es zulässt, werden sie sich auf deine Schultern setzen. Sie werden deine Haare schmücken mit dem goldenen Feenstaub. Und sie werden ihre Hände auf deinen Bauch legen, denn dort in deinem Bauch, da ruht deine Schöpferkraft. Öffne dich deiner Schöpferkraft, denn gerade jetzt wird sie sich vergrößern. Sie wird dich unterstützen, deine Visionen, deine Ziele zu verwirklichen. Die Schöpferkraft wird dir Kraft geben, deine Ziele zu erreichen. Und so lass es nur zu, denn wie du weißt, ist es etwas ganz Besonderes, wenn die Naturwesen bei dir sind. Die Naturwesen tragen ein uraltes Wissen in sich. Sie sind sehr weise. Und all das, was jetzt in diesem Moment geschieht, sind Geschenke für dich. Geschenke aus einer anderen Welt, welche dir mit großer Liebe übergeben werden. Und vielleicht fühlst du, wie sich jetzt aufsteigend von deinem Bauch nach oben die Energie ausdehnt und wie sich vielleicht ein Schauer
in deinem Körper ausdehnt. Denn in diesem Moment singen die Naturwesen deinen Namen. Sie rufen dich, dich darauf zu besinnen, wer du in Wirklichkeit bist. Ein lichtvolles Wesen, aus Liebe entstanden. Das bist du. Und dieses Licht der Liebe, welches du in dir trägst, wird nun mit der Liebe der Naturwesen ausgedehnt und die Kraft der Sommersonnenwende, die Magie der Liebe, strömt in dich hinein. Fühle, wie du nun verbunden bist mit allem, was ist, und fühle deinen Platz im Leben, wie du ihn ausfüllst, voller Strahlkraft, und wie du deine Bestimmung als Lichtarbeiter heute ganz besonders intensiv spürst. Und so tanzen die Feen und die Elfen noch ein wenig um dich herum. Und vielleicht magst du ja mit ihnen tanzen. Vielleicht magst du dich einfach fallen lassen in die Freude, in die Glückseligkeit der Leichtigkeit. Auf jeden Fall solltest du diese Leichtigkeit mitnehmen in dein Leben, in deinen Alltag, denn sie wird dir sehr viel Kraft geben. Und so nimm dir noch ein wenig Zeit und genieße diese wundervolle Energie. Und in dieser Zeit stelle dir dein Ziel vor. Stelle dir das vor, was du gerne erreichen möchtest. Und sei dir sicher, dass es auch geschieht. Vielleicht spürst du auch dieses wunderbare Lächeln deiner Seele. Und wenn dem so ist, dann darfst du auch dieses Lächeln mitnehmen in deinen Alltag hinein. Und so komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück und freue dich auf die Sommersonnenwende, wo sich diese Energien in dir integrieren werden, wo du ganz stark verbunden bist mit der geistigen Welt und den Naturwesen und mit deiner Seele. Smarana. Das war jetzt so richtig erfrischend für mich. Ich glaube für euch auch.
Ja, schreibt mir unten rein in den Text, in die Bemerkungen, wie es euch geht und ja, macht diese Meditation bitte, bitte, bitte am 21. nochmal, einfach um so richtig voll reingehen zu können in diese wundervolle Energie der Leichtigkeit. Ich wünsche euch eine herrliche Zeit. Vergesst nie, dass ihr die größten, besten, kräftigsten Lichtarbeiter seid. Alles, alles Liebe, eine Herzensumarmung und ein Küsschen. Bis bald.